So, weiter geht's. Wir haben einen ewig langen Gang vor uns. Wir sind ready. Wir können unsere Waffe schnell genug ziehen, um uns hier zu verteidigen. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Wir haben die erste Tür auf der rechten Seite. Wir probieren mal, ob wir trotzdem reinkommen. Die Tür ist verschlossen in einem Rüstungssymbol. Hier haben wir eine große Doppeltür. Große Doppeltüren sind grundsätzlich gefährlich. Die schauen ziemlich nach großem Raum aus, aber wir kommen auch nicht rein. Wir brauchen wieder den Schlüssel mit dem Rüstungssymbol. Das Glas ist zerbrochen und das Bild wurde aus dem Rahmen genommen. Was haben wir denn hier? Was ist denn ein Holzpasspartout? Nehmen wir mit und schauen uns an. Ein Holzpasspartout. Sieht aus wie ein Buch. Keine besonderen Merkmale. Ja. Eine Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist. Und hier kommen wir raus. Sieht wie das wie so ein Speicherraum aus. So friedlich. Ist offenbar aber keiner. Sonst würde es auf der Karte stehen. Hier blinkt etwas. Was haben wir denn hier? Eine Hundepfeife und ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im Obergeschoss an der Westseite der Terrasse. Und er hört auf die Hundepfeife. Okay. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesem verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Wir haben also eine Hundepfeife erhalten, die wir irgendwo auf der Terrasse oben einsetzen müssen. Vielleicht. Wir schauen uns die mal an. Ob die etwas Besonderes hat. Wenn man sie bläst, erzeugt sie Frequenzen, die nur Hunde hören können. Mit dieser Pfeife können sie einen Hund herbeirufen. Ich will ja eigentlich keinen Hund herbeirufen, wenn der so gefährlich ist. Hier haben wir noch ein Magazin. Mitnehmen, jawohl. Eine Schüssel. Ein altmodisches Grammophon, die Schallplatte ist Jupiter. Ein offenes Tagebuch, die Seiten sind leer. Tolles Tagebuch. Und hier blinkt wieder. Was können wir denn hier? Das sieht aus wie ein Feuerzeug. Yes! Ein Leiter. Also ein Feuerzeug. Nimmt auch einen Inventarplatz weg. Heieiei. Es trägt eine Gravur. Spiel nicht mit dem Feuer. Deine Jessica. Okay. So, wir haben Feuer. Wir haben noch kein Kerosin. Und hier haben wir die nächste Tür, die wir öffnen. Bücher über die Völker der Erde. Wo kommt der denn jetzt her? Schon mal. Ne, sieht nicht so aus. Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht warum.
Können wir denn den jetzt irgendwie anzünden? Okay, da kommt noch einer. Den zünden wir dann auch. Ja, komm hoch. Den holen wir uns. Wenn er auch dort steht, wo der andere gestorben ist, dann können wir beide anzünden. Du stehst doch wieder auf. Verwenden. Das brauche ich jetzt nicht. Sehr doof jetzt. Eigentlich bräuchte ich es schon. Ah, wieso können wir denn das Feuer zu... Wow! Okay, der steht wahrscheinlich nicht mehr auf. So, wir haben wieder noch jede Menge Türen. Hier sind wir offenbar rausgekommen. Hier ist eine verschlossene Tür. Oh, oder auch nicht. Wo kommen wir denn da raus? Ach, da kommen wir wieder raus, wo wir hergekommen sind. Hey, wer baut denn solche Häuser? Und hier sind wir reingegangen, richtig, genau. Ich lade mal eben nach. Nur zur Sicherheit. Chill beherrscht das ja perfekt. Ein Bild einer trauernden Frau vor einer Menschenmenge. Wir bleiben erstmal hier oben, bevor wir uns nach unten begeben. Ui, da sind ja auch noch jede Menge Räume hier. Uiuiuiui. Wir haben eine weitere Tür. Die Tür ist verschlossen mit einem Rüstungssymbol. Können wir hier rausschauen? Ne. Ein Bild einer Frau, die bedroht wird, wird ja immer besser. Und eine Tür, die wir öffnen können. Mit jeder Menge Pflanzen. Wir sind... Oh, hier geht es nochmal weiter. Wir müssten die Pflanzen eigentlich mal alle einsammeln. Ich nehme die jetzt noch nicht mit. Gibt es auch eine rote Pflanze? Ich sehe hier gar nichts. Sehr finster. Ein leerer Kamin. Okay. Können wir den Kamin vielleicht anzünden? Aber hallo, jetzt wird es aber gleich etwas romantischer. Die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Welche Striche? Hier oben in dem Bild. Denn vielleicht hier irgendwas noch verwenden. Alter, ich bin ja hier, also wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwas gemacht. Da ist eine Karte von Villa, erstes Obergeschoss, mitnehmen. Na klasse, ich dachte, wir hätten die Karte schon, aber wir hatten offenbar nur die Karte vom Erdgeschoss und jetzt haben wir auch die Karte vom Obergeschoss. Ja, ist ja super. Gibt es hier sonst noch was? Offenbar nicht mehr. Wir haben noch 3 Inventarplätze. Eigentlich wäre es jetzt schon wieder mal Zeit zu speichern. Ein Bild eines halb gebauten Hauses. Es sieht sehr wie dieses hier aus. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Wir kommen also nicht weiter. Wir gehen wieder zurück und die Treppe runter. Wobei ich schon vorher noch gerne speichern würde. Das heißt, ich marschiere mal eben zurück zum Safe Room und nehme hier alles mit, was wir gefunden haben. Ein rotes Kraut nehmen wir mit und das grüne Kraut nehmen wir mit. Und das zweite grüne Kraut nehmen wir auch mit. Dann sind wir mit dem Inventarplatz nämlich komplett voll. Und legen das Ganze in die Kiste ab. Müssen wir dann zwar jetzt nochmal komplett zurücklaufen. Aber ist mir lieber, weil
wenn jetzt irgendwie was wieder passiert. What? Sie können nicht durchgehen. Aber, wir sind, ja, wie können wir hier durchgehen? Okay, jetzt dachte ich schon, die zwingen uns irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Aber wir gehen den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ich hoffe, hier sind nicht alle Zombies wieder am Leben. Wo müssen wir denn hin? Wir sind jetzt hier, wir gehen hier raus, wir gehen, wir sind gleich da, perfekt. So weit ist das ja gar nicht. Hat hier was geblinkt? Ne, war nur mein Schatten. Und Krimskrams, der hier rumliegt. Ist jetzt gar nicht so weit. Nur kurz rüber über die Galerie. Dann legen wir unsere Sachen ab. Und dann kann ich auch wieder entspannter spielen, wenn ich weiß, ich muss wieder nicht von vorne anfangen. Der Kollege hier liegt immer noch. Was hier das komische Ticken ist, ich habe keine Ahnung. Entweder das Zahnrad oder eine Uhr oder keine Ahnung. So, wo war das? Ich weiß, irgendwann stehen die auf und dann packen sie mich am Fuß und ich erschrecke mich zu Tode. Wir gehen in den... Das gleiche hier mit dem, der am Boden liegt. So, und speichern mal eben. Wir legen ab die... Soll man die Hundepfeife ablegen? Die legen wir jetzt mal ab. Wir legen das Kraut ab. Können wir das Kraut stapeln? Nein. Können wir nicht. Ich hoffe, der Inventarplatz in der Kiste ist nicht auch noch begrenzt. Das wäre wirklich blöd. Den Schlüssel behalten wir noch. Ich brauche noch die Farbbänder. Also einfach ist wirklich anders. Müssen wir jetzt die Farbbänder rausnehmen, speichern und dann wieder die Farbbänder zurücklegen. So, speichern. Ja, bitte. Bald haben wir alle Speicherplätze voll hier. Da müssen wir wieder von vorne anfangen. Das Farbband wird abgelegt. Und ich schaue noch mal kurz zu dem Kerosinbehälter. Entweder brauche ich da wirklich selber einen Behälter oder vielleicht klappt es jetzt, weil wir das Feuerzeug bereits haben. Hallo? Kamera? Vielleicht können wir jetzt das Kerosin mitnehmen. Ja, es ist noch Kerosin da, ja, und offenbar können wir es nicht mitnehmen. Das heißt, das Feuerzeug, das hilft uns jetzt auch nichts. Und ich lege das auch in die Truhe. Weil das ja auch einen Platz wegnimmt. Jetzt haben wir wieder ordentlich Platz und können wieder Sachen mitnehmen. Wir müssen das Schild noch holen, für was auch immer wir das mal brauchen, das wir ganz zu Anfang an die Wand gehängt haben. Ja, und jetzt geht es dann nochmal in das Erdgeschoss, wo jede Menge Türen auf uns warten, wie ich gesehen habe. War wirklich heftig auf der Karte. Aber jede Menge Türen heißt jede Menge Loot. Wahrscheinlich auch jede Menge Gegner. Man darf gespannt sein.
So. Wo müssen wir da lang jetzt? An der großen Tür vorbei, genau. Dann hier herein. Und jetzt die Treppe nach unten. Oder doch nicht? Doch, ja. Richtig. Hier haben wir auch noch jede Menge Bilder. Die Wand ist voller Porträts. Alle Gesichter wurden übermalt. Oh. Was haben wir hier? Eine Pflanze, die lasse ich mal hier stehen. Weil ich nicht weiß, was hier noch auf uns zukommt. Wir haben hier einen Raum. Okay. Dann gehen wir jetzt mal erst hier rein. Patauz ist das... Oh nein! Oh, come on! Oh, ein Speicherraum, wirklich? Mit einer Kiste? Ich bin doch jetzt extra... Oh Gott! Ja, ich weiß, ihr habt euch bestimmt gedacht, du Idiot, renn doch nicht zurück, geh die Treppe runter, da unten ist ein Speicherraum. Ich hol mal eben die Pflanze von draußen. Okay. Das hätte mir auch jemand sagen können, dass hier ein Raum ist. Und ich habe gesehen, da ist irgendwie so ein Flachmann, vielleicht ist der für das Kerosin zuständig. Vielleicht können wir hier Kerosin da mitnehmen. Wir haben hier noch ein Magazin. Wir haben mittlerweile schon 55 Schuss. Perfekt. Hier ist ein Flachmann. Oder Treibstoffkanister. Hey, der nimmt auch Platz weg. Im Inventar. Ist echt heftig. Sie können Treibstoff mitführen und mit einem Feuerzeug mehrmals neu Treibstoffkanister. Sie können Treibstoff mitführen und mit einem Feuerzeug mehrmals neu anzünden. Okay, das heißt, wir legen das Kraut wieder ab. Wir holen das Feuerzeug raus. Und dann haben wir nur noch drei Plätze frei. Eieieiei. So, und jetzt müssen wir den noch auffüllen. Kanister auffüllen, jawohl. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Der ist jetzt voll. Was heißt das? Zwei Ladungen? Okay. Zwei Ladungen wäre jetzt etwas wenig. Bei Ladungen wäre echt wenig. Wir probieren das mal hier oben aus. Bei dem da. Der andere ist gar nicht mehr hier. Okay. Verwenden. Muss ich vielleicht hier erst kombinieren oder? Sie können nicht kombinieren. Wieso kann ich denn den jetzt nicht anzünden? Brauchen sie jetzt nicht. Offenbar brauche ich das nicht, weil der schon tot ist. Mausetot. Okay, dann schauen wir weiter. Wir haben hier noch ein kleines Bild einer betenden Frau vor einer Menschenmenge. Lauter Frauen. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Trotzdem hindurchgehen. Oh oh. Nein. Wir speichern nochmal. Weil ich hier wohl nicht mehr zurückkomme, wenn ich rausgehe. Und wir müssen wieder das Farbband aus der Kiste nehmen. Dann zur Schreibmaschine laufen und speichern. Und das Farbband wieder zurück in die Kiste legen. Wer denkt sich denn sowas aus hier? Gibt es hier noch irgendwo was? Zu oberst liegt eine Laterne durch das warme Licht. Entspannen Sie sich. Sehr nett.
Alte Kisten und Leitern stehen herum. So, und jetzt können wir wagemutig durch diese Tür wandern. Trotzdem hindurchgehen, jawohl. Der Türknopf wird abfallen. Können wir nochmal zurück? Hä? Können da trotzdem wieder zurück? Okay, die Warnung war also offenbar für den Arsch. Da hat sich nur einen Scherz erlaubt. Wir stehen in einem neuen Gang. Wir können nach links, wir können nach rechts. Ich würde eher zuerst nach links gehen. Und ja, das machen wir gleich im nächsten Video. Bis dann.